Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 79,5 Millionen. Mehr als 1% der Weltbevölkerung. Mitte 2020 war diese Zahl bereits auf über 80 Millionen Menschen angewachsen. Und das bedeutet, seit 2010 hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht damit verdoppelt. Dies sind Zahlen, bloße Zahlen, jedoch dahinter verbergen sich Menschen, die alles hinter sich lassen mussten, aus Angst vor Krieg, Gewalt, Hunger, systematischer Vergewaltigung und Tod. Familien wurden und werden immer noch auseinandergerissen. Kinder verlieren ihre Eltern, Eltern ihre Kinder. Menschen verlieren alles, was sie haben. Seit 2001 wird der Weltflüchtlingstag jedes Jahr am 20. Juni begangen. Ich möchte im Hinblick auf den Flüchtlingstag 2021 auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen, die in der Region Nordwestschweiz stattfinden werden. Am 5. Juni um 19.30 Uhr findet in der katholischen Kirche Oberdorf ein Anlass mit dem Titel «Und jetzt sind wir da» statt. Dieser Abend wird unter anderem gestaltet durch das Theater Niemandsland, das Sie im heutigen Beitrag mit einer Sequenz erleben können. Im Gespräch mit geflüchteten Menschen und mit Bastian Seenhofer, einem engagierten jungen Mann aus Basel, der sich als Helfer und auf der Balkanroute und in Flüchtlingscamp in Griechenland engagierte und dabei ein eigenes Hilfswerk, die BAS, gründete, wird das Thema Flucht und Integration im Zentrum stehen. Der andere Anlass ist die Aktion beim Namen nennen. Sie findet in der offenen Kirche Elisabethen in Basel statt. Es ist eine nationale Aktion, die zeitgleich in mehreren Städten in der Schweiz stattfindet. Die Aktion gedenkt den seit 1993 mehr als 44.000 Menschen, die beim Versuch nach Europa zu fliehen gestorben sind. Die meisten sind im Mittelmeer ertrunken, andere wurden an den Grenzübergängen erschossen. Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, Babys. Am Wochenende vom 19. und 20. Juni werden die Namen und Todesumstände dieser Menschen laut vorgelesen. All diese Namen werden vor der Kirche gut sichtbar einen Platz finden. Sie und ihr Schicksal sollen so sichtbar werden. Auf diese Weise entsteht ein Mahnmal dieser Tragödie, die sich so lange wiederholen wird, bis die Weltgemeinschaft dem ein Ende setzt. Der Tag der Flüchtlinge ist ein Gedenktag, der zum Handeln auffordert, zum Fühlen, zum Achtsamsein und zum Nachdenken. Und jetzt schauen wir miteinander den Ausschnitt vom Theater Niemandsland an.